Hey Leute, willkommen zurück bei der Liebesquelle in Fallout 4. Verhaber. Gut, Nick, wir sollen davon trinken. Übernimmst du einen Schluck und ich einen Schluck? Oh verdammt, seht euch das an, wir sammeln wieder Red. Das ist ja unglaublich. Okay, Atomsquelle, wir nehmen einen großen Schluck. Nick! Verdammt nochmal, Folge der Gestalt. Bist du die Gestalt? Oh. Tatsächlich. Oh, Nick! Du siehst gut aus, mein Freund. Okay, so gut auch nicht. Bist du die Gestalt? Nein. Ach, du bist gar nicht die Gestalt. Verdammt. Okay, Folge der Gestalt. Wo ist die Halluzination? Dort drüben. Hallo? Oh. Hey! Hey! Komm her, ich habe ein Gewehr! Oh. Oh. Verdammt! Hast du mich erschreckt? Ich folge der Gestalt, wahrscheinlich sterbe ich am Red. Okay. Das erinnert mich an die Quest, holy moly, so viel Red. Alter, warte doch, ich bin nicht so Red-resistant. Oh, verdammt. Okay. Ihr lasst mich in Ruhe, das finde ich super. Sind das deine Haustiere, mein Freund? Wie hieß die Quest in Skyrim, wo man die Ziege zurückbringen muss oder sowas? Naja. Okay. Oh. Renn, du Kuh. Holy moly. Was war denn das? Ein Kater oder was? Warte kurz. Ich trau dir nicht. Wer bist du? Okay, da weint jemand. Es ist gerade sehr viel los, okay? Ich wusste, diese Drogen zu trinken, das ist keine gute Idee. Aber Nick hat mich wieder angestiftet. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob das der bessere Trip ist. Also, oh, geisthafte Gestalt. Untersuche die heilige Stätte. Die Person ist beschäftigt. Gut, wartet. Okay, gut. Das ist ein Problem jetzt. Das ist ein Problem. Was passiert, wenn ich hier ein Redaway reinhaue? Ein kleines, unscheinbares Redaway. Und ich nehme noch ein Redax. das ist wahrscheinlich Blasphemie hier. Schrein der Kinder des Atoms. Level up! Yes! Okay. Ja, das ist nicht gerade angenehm, dieses Zwirbeln hier. Was habt ihr hier? Holzlöffel. Leere, aufgebrüllte Vase mit Blumenmuster. Holy moly, wir haben... Trotz Red X zwirbelt es ordentlich rein hier. Da! Hast du mich erschreckt, Bildergun? Entschuldigen Sie? Das ist nicht der Plan. Ich bin hier gerade auf einem Trip, okay? Ich lasse mir den von euch Trotteln nicht kaputt machen. Siehst du, das hast du jetzt davon. Hier, Torso. Zack. Okay. Gut, wen haben wir noch? Oh, hier. Ah, verdammt. Das war knapp. Und was tust du hier, mein Freund? Komm her. Verdammt! Der macht hier wieder seine Ninja-Moves. Keine Chance auf einen Treffer. Ah, das war ein Streifschuss. Ja, da siehst du, da legst du dich hin, mein Freund. Oh, ich treffe dich trotzdem. Ich will dir mich verarschen. 100 und... Holy moly, warum gebt ihr mir so viele Erfahrungspunkte? Okay, das Mädchen weint immer noch. Irgendwo im Nirgendwo. Bop, 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 bop. Wer hat euch befohlen, sich zu erheben, meine Freunde? Ich war's nicht. Oh, shit. Okay, gut. Ich sagte, bitte legen Sie sich hin. Oh, verdammt, das war ja richtig schlecht. Naja, gut. Komm her. Da siehst du's. Da siehst du's. Okay, und da kommt noch dein Kumpel.
Warum ist der Kopf so niedrig? Naja, okay, komm her. Und jetzt kommen wir zu dir, mein Freund. Zu dir. Nick, würdest du den Verrotten mir überlassen? Gut. Ach, verdammt, hast du mich erschreckt. Okay. Ich höre es doch immer noch irgendwo. Wie es... Könntest du leiser weinen? Ich habe gerade andere Sorgen, okay? Gut. Nämlich Ghule. Ah, verdammt. Wann hört denn dieser Höllentrip auf? Das ist ja eine Katastrophe. Oh. Oh. Öffne das Versteck. Wilder Ghoul. Psychojet. Das ist ja... Ist das das, was aus der Quelle fließt, oder was? Sag Bescheid, Schlüssel erforderlich. Schreinterminal. Ja, da rastet ihr wieder aus, richtig? Oh. Leuchtendes Blutpaket. Okay. Das ist aber... Das ist... Die heiligen Elemente. Das heilige Elementsratgeber. Für Atoms heiliges Wort. Sein Tisch fuhr dinnen. Elementsheilige führt. Seid ihr irgendwie auf den Kopf gefallen? Vielleicht einmal zu oft? Könntet ihr wenigstens hier euch grammatikalisch ein bisschen korrekter ausdrücken? Kann ich hier das mal zumachen? Danke. Okay, habt ihr hier noch Munition? Sehe ich das richtig? Yes. Okay, Prioritäten, meine Freunde. Okay. Ist ein Passwort nötig? Ja, das haben wir nicht. Muss irgendwo ein Hinweis sein. Ja, das war da. Hier, ich hab's hier eingesammelt, okay? Ah, verdammt, ich sehe doch wieder nichts. Das macht es hier das Ganze nicht wirklich einfacher. Verbranntes Buch. Oh, verdammt, Luca, du weißt es schon. Du weißt schon, wo ich's finde, richtig? Oh, verdammt. Wo ist denn der Hinweis? Wo ist Blue's Clue? Ach, ein Hinweis. Verdammt nochmal. Nick! Könntest du hier mal deine Detektiv... hier. Ich hab's ja. Seht ihr? Mother. T-H-E-R. Mother? Könnte das Passwort sein? Ja, uff. Also das ist ja mal ein wildes... Eine wilde Element... Tafel, Tabelle. Die Verdammt, ich... ihr wisst, was ich meine. Holy moly. Haben wir wirklich so viele? Naja, okay, gut, wir versuchen's. Mama! Mami! Ja. Yeah. Sicherheitstüren öffnen. Okay, sammle die Ikone ein. Warte kurz. Notiz aus Atoms Schrein. Zu diesem Schrein zurückkehren, an Atom denken. Seine Diener sehen alles. Ach was, seine Diener sehen gar nichts. Mutter-Ikone. Verdammt nochmal, ja. Okay. Kehre zum Großfanatiker zurück. Das war's. Ich dachte, ich bekomme irgendwas Cooles. Cooles Symbol. Und stattdessen ergibt ihr mir so eine seltsame Möchtegern-Maria. War das die, die uns hierher geführt hat, oder was? Naja. Naja, das ist wohl eher ein Trostpreis, aber ich gehe diesen Weg nicht zurück. Ich will nicht den Haustieren des Typen hier begegnen. Kehre zum Großfanatiker zurück. Gut. Auf zum Nucleus Maximus! Ave Maria. Okay, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nicht heute. Keine Blasphemie. Außer es ist gegen diese komischen Fanatiker hier. Ey, Grossi. Bist du wieder? Mehr als ich erwartet habe. Na, das tun wir etwas offenbart? Naja, unheimliche Frau, sarkastisch, Ikone zeigen, Quelle vergiftet. Ich habe von der Quelle getrunken und wurde zu dieser Statue geführt. Aber sollte das durch eine unheimliche Frau geschehen? Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen? Naja, sie sah Besonderheit der Ikone, Schatten in Nebel gehüllt. War ein Albtraum, etwas ausdenken. Es war mystisch.
Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten, in Nebel gehüllt. Bei Atom, du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Die Mama. Mutter ist eine Botin Atoms. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft seiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atoms Kindern sicher ist. Was heißt hier glauben, mein Freund? Glauben kannst du in der Kirche. Ich will hier Facts. Fragen stellen, da lehne ich ab. Darf ich dir erst noch ein paar Fragen stellen? Wenn es sein muss. Ja, ich dachte auch, da kommt irgendwie mehr. Die Hinrichtung, keine weiteren Fragen. Was ist an der Quelle passiert? Was genau ist mit mir an der Quelle passiert? Atom scheint dir eine Vision geschickt zu haben. Nur wer es wert ist, den Kindern beizutreten, hat sie und überlebt. Aber wenigen Auserwählten schickt er noch mehr. Einen Boten. Oder in deinem Fall die Mutter. Eine ganz spezielle Mutti, ne? Gab es die Mutter wirklich? Gab es die Mutter also wirklich? Viele halten sie für eine Art Geist, eine Kreatur der Wildnis. Wobei manche glauben, sie sei nur eine alte Einsiedlerin. Wie auch immer, ohne sie wäre unsere Familie nicht hier. Wenn sie in deiner Vision vorkam, tja, dann ist wohl klar, dass du bei uns sein sollst. Was ist mit dem Mädchen, das geweint hat? Ja, komm. Mehr Fragen habe ich nicht. Bist du also bereit, deinen Platz unter Atoms Kindern einzunehmen? Ja, ich will euch nur infiltrieren. Ich bin bereit, seinem Weg zu folgen. Dann soll es so sein. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wir kennen diese Leute kaum. Geh rein und zeig die Ikone dem Hohen Beichtvater, wenn er mit der Predigt fertig ist. Sie wird ihn interessieren. Komm vorbei, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, etwas angemessenere Kleidung. Aber wisse, wir alle sind ergebene Diener Atoms. Bote oder nicht, Handlungen gegen die Familie werden nicht toleriert. Willkommen, Bruder. Okay. Nick, hör zu. Oh. Roben von Atoms Anhänger. Naja. Schadenresistenz, Strahlung widerstehen 40. Okay. Okay, Nick, hör zu. Das gehört zum... Ah, hier. Nick, das gehört zum Plan. Sei jetzt nicht so. Hilf dem Großfanatiker. Zeige dem hohen Bereichsleiter. Dem hohen Beichtvater. Okay, wartet. Wie sehen wir denn aus damit? Das sieht doch bestimmt lächerlich aus. Na, wo haben wir es hier? Okay. Naja, nicht gerade meine bevorzugte Kleidung hier. Nein, das ist doch... Gib mir hier wieder meinen Mantel. Okay. Ich glaube, der Beichtvater... Ja, der Beichtvater, der kann mich mal. Ich bin aus anderen Gründen hier. Ich habe kein Interesse an eurer Religion, ihr Fanatiker. Also naja, ein bisschen Interesse habt ihr geweckt. Das gebe ich schon zu. Oh nein, nicht so, Alter. Und das wissen sie. Die Bewohner von Far Harbor müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Reparaturen im Vorgang. Obwohl Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar ist, widersetzen sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren. Töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Warte kurz, okay? Dann zieh ich eben doch dieses Trottel-Outfit an. Nicht mehr. Ach ja. Das bringt doch auch nichts. Wenn wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Und der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atoms Schleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Elben sein. Neuer Tag, Brüder und Schwestern, gepriesen! Atom! Gepriesen sei Atom! Ne, Quatsch. Okay, geprickelnde Ansprache, mein Freund. Aber dafür habe ich gar nichts übrig. Dafür habe ich jetzt wirklich gar nichts übrig. Damit, das ist wirklich, also, puh. Ihn töten im Namen eines Gottes, ganz ehrlich, da
Da hast du mich verloren. Ja. Kommt schon, hört doch auf. Da hast du mich verloren, da ist es mir egal, wie ehrenhaft deine Absichten sind. Du bist dann einfach ein Trottel. Und da habe ich auch... Du reinige meine Seele von der Verderbtheit und gib mir dein ewiges Feuer. Ja, mach doch. Ja, mach doch. Also ich weiß nicht, vorhin dachte ich, okay, wer weiß, ich höre mir mal an, was sie zu sagen haben. Warte kurz. Kalibriert und mächtig. Ja. Ihr seid doch Psychopathen hier. Ja, aber gut. Okay, Nick, wir plündern hier noch ein bisschen. Die haben echt gutes... Ich kann dich zu deinem Schöpfer schicken, du Trottel. Ja. Oh, hier gibt's sogar eine Power-Rüstungsstation. Ja, ich will dir Böses. Komm schon, zeig mir, wie du beschützt wirst. Geschmackstest. Ich weiß, dein Verständnis zu schätzen, Schwester. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe keinen Kontakt mehr mit meiner Familie im Commonwealth. Aber diese Powernudeln, die du haben willst, kommen nie im Leben an mein Rezept heran. Wenn du also das nächste Mal Heimweh hast, komm vorbei, dann serviere ich dir welche. Mai. Okay. Gut, Mai. Diese Nudeln würde ich gerne probieren. Ich habe da meine Zweifel. Gut, aber sieht interessant aus bei euch, muss ich schon sagen. Atom behüte dich. Vorsicht, Bruder. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Okay, komm selber klar. Welche Geheimnisse? Geheimnisse? Welche Geheimnisse? Das wissen wir nicht. Der hohe Beichtvater glaubt, der Schlüssel zur Auslöschung von Far Harbor ist dort verborgen. Du verstehst also, warum die Kinder ihn unbedingt haben wollen. Aber einer der letzten Aspiranten hat wohl das alte Sicherheitssystem aktiviert. Nur die Tapferen, Gesegneten und Verrückten betreten es noch. Okay, Atom wird mich beschützen. Keine Sorge, Schwester. Atom wird mich beschützen. Unsere gefallenen Brüder dachten das auch. Aber wenn du dein Schicksal in Atoms Hände legen willst, bitte, möge er über dich wachen. Okay, das war einfach. Lass uns, verlorene Schwester, ihren Fehler erkennen. Ach, hör doch auf. Aber ich will schon noch mit dem Typen hier reden, also... Ich meine, das wäre ja dann auch zu einfach. Nein. Ein bisschen Fanatismus wollen wir schon noch eingeimpft bekommen. Sie sollen es ruhig versuchen, hier uns zu überzeugen. Wir werden mit unserer ganzen, wie sagt man noch? Du trägst zu viel? Wegen dem bisschen Red X? Hör doch auf. Hab ich denn was Schweres gesammelt? Was hast du hier? Noch ein Stimpack? Der Alchemist? Das klingt ja super. Hast du... Ja. Okay. Nick? Wo bist du, wenn man dich braucht? Du bist nie da. Da bist du. Da kommt dein Blech hintern. Ah, okay. Warum habe ich denn so viel Zeug? Was habe ich denn das, was so schwer ist? Naja. Einiges. Ach so, okay. Gut. Ja, hier. Ah, okay, gut, ja. Hier. Hier. Ach, das Zeug wollte ich eigentlich verkaufen. Richtig. Habe ich vergessen. Kind des Atoms. Auf zum Atem. Ich werde die Körper der Ketzer zählen, die ich verbrannt habe. Jeder wird Atoms Lippen. Hallo. Ah, der Neuzugang in unserer kleinen Familie. Willkommen, Kind. Wenn du Hilfe brauchst, bist du hier genau richtig. Das klingt nicht wirklich das gut. Das klingt aber nicht gut. Alles in Ordnung? Alte Wunden. Erinnerungen an ein schlimmes Leben. Was für ein schlimmes Leben. Ich war Ärztin in Far Harbor. Ich verfiel einem frommen Mann. Dann hat er uns verlassen. Jene, die gegen unsere Verbindung waren, haben uns aus der Stadt gejagt.
Ich muss auch Atom verärgert haben. Er strafte mich hiermit. Okay. Geh mit Atom. Ja, aber geh. Okay, also ihr seht, genau das meinte ich. Da werden einfach die Psychos angelockt. Ah, du bist Mai. Ich hab mich schon gefragt, wann ich unser neuestes Mitglied kennenlerne. Ich bin Schwester Mai. Hm. Und du hast angeblich das Interesse der Mutter des Nebels geweckt. Hast Gibst du mir Rabatt? Die Loyalitätsprüfung des Hohen Beichtvaters absolviert? Nicht. Nö. Nö. Hab ich wohl verpasst. Hm. Ist wohl besser so. Hör zu. Das solltest du dir jetzt merken. Vertrauen ist in dieser Familie wichtig. Wir müssen wissen, wie wir Probleme vermeiden. Hm. Stell dich gut mit dem Hohen Beichtvater, dann passiert dir nichts. Also, Kann ich dir was von meinen Waren zeigen? Und ich weiß nicht, ob das Leuchten dich stört, aber ich habe auch was zur Reinigung. Ah, okay. Du dealst also hier mit dem Teufelszeug. Klar. Ich schau's mir an. Nichts ist Schrott, wenn man es richtig einsetzt. Hm, ja, das musst du ja sagen. Okay, Harpunenkanone, hast du 7 Stück? Meine Liebe. Was hast du? Irgendwas mit einem Sternchen? Ja! Ach, du hast, den rechten Arm zum Helm beim anderen Typen. Okay, wie komme ich daran, ohne zu bezahlen? Ja, stehlen. Naja. Gut, okay, Mai. Also irgendwie bisher, muss ich sagen, es war mir jetzt noch niemand wirklich sympathisch. Und eben, wenn sie sagt, stell dich mit dem Beichtvater gut. Das ist, als würde sie sagen, okay, wenn du einfach blind dem Sektenführer Glauben schenkst, dann kommt schon alles gut. Das ist genau der Quatsch. Das ist die Doktrin, die sie euch einpflanzen wollen. Ja, was bist du hier? Die kranke Großmutter oder was? Ich bin... Nick, das ist nicht der passende Moment. Was machst du hier? Fanatiker Ware scheint sich sehr für Bruder Devins Fasten zu interessieren. Ob er sich ihm anschließen will? Hilf Fanatiker Ware. Ich denke nicht. Schlag es dir aus dem Kopf. Oh, jetzt. Achtung. Du solltest stets daran denken, dass du jetzt unter den gesegneten Kindern des Nukleus bist, Kind. Die Gepflogenheiten deiner alten Familie haben hier keine Bedeutung mehr. Willst du wirklich das aufgeben, was Atom uns gegeben hat? Deine Verantwortung ihm gegenüber und das Land, das er für dich in Besitz genommen hat? Die Spaltung wird unser sein. Wir müssen nur etwas... Verdammt, ich hab's nicht fertig gelesen. Okay, gut. Also nicht gut, aber naja, das ist eben so. Okay, jetzt haben wir zu viele grüne Oh, ich stürze runter. Okay, gut, wir haben überlebt. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben uns genug umgesehen. Dann sprechen wir mit Daddy, nachdem wir Mami getroffen haben. Eine Maschine, die Atoms leuchten verbreitet. Ja, Quatsch doch nicht. Okay, Nick. Im nächsten Part sprechen wir hier mit den Beichtleuten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.